und herzlich willkommen. Liebe Mitstreiter, sehr geehrter Herr Garvens, sehr verehrte Frau Kraft, ich wollte gern was zum Thema Fluglärm aus medizinischer Sicht sagen, und das ist das, was nämlich Sie belastet. Ich bin Mediziner im Kölner Süden und wohne auch dort. Und wir sind deswegen dahin gezogen, weil ich mir gedacht habe, Mensch, da ist es schön ruhig. Und das hat sich leider als Trugschluss erwiesen, zumindest in den überwiegenden Nächten. Und ich merke genau wie Sie, Fluglärm ist Körperverletzung. Ja? Vor allem der nächtliche Fluglärm. Und das wissen wir schon lange, und das ist schon lange durch viele internationale Studien nachgewiesen. Die muss ich Ihnen hier nicht aufzählen, die muss ich auch der Politik nicht aufzählen. Die sind bekannt, aber die werden nicht zur Kenntnis genommen. Und es ist bekannt, dass Fluglärm zu Übergewicht führt, zu Adrenalinausstößen. Und diese nächtlichen Adrenalinausstöße, die führen dazu, dass wir Bluthochdruck entwickeln über die Jahre. Und es ist ein bekannter Zusammenhang. Wer Bluthochdruck hat, der bekommt viel häufiger Schlaganfälle. Und wo die hinführen, das muss ich ja keinem erläutern, glaube ich. Außer der Politik. So, naja, diese Nacht war ja okay, ich habe nichts mitbekommen. Das stimmt nicht. Sie wachen aus der Tiefschlafphase auf, in die sogenannte REM-Phase, in diesen oberflächlichen Schlaf. Sie wissen nicht, dass Sie da hochgekommen sind. Ihnen fehlt der Schlaf, der Tiefschlaf vor allen Dingen. Und Sie wundern sich tagsüber, warum bin ich so platt? Und das war der nächtliche Fluglärm. Man kann also tatsächlich mit Fug und Recht sagen, nächtlicher Fluglärm tötet, denn Schlaganfälle führen dazu. Und deswegen hat sich der Deutsche Ärztetag, der 115. dieses Jahr, hinter Sie gestellt, hinter uns gestellt und hat gesagt, das geht nicht so weiter, wir müssen die Politik dazu bringen, den Fluglärm abzuschaffen, den nächtlichen. Fluglärm senkt nicht nur unsere Gesundheit und spielt hier herunter, sondern senkt auch die Produktivität der Menschen. Und damit der Wirtschaft. Und das muss die Wirtschaft auch interessieren. Das kann nicht einfach an denen vorbeigehen. Die Fehlerhäufigkeit nimmt zu. Gucken Sie sich die Studien an. Letzte Woche noch ein Riesending aus USA, eine Studie, die es wieder nachgewiesen hat. Wie viel $10.000 pro Jahr pro Mann zusätzlich an Kosten entstehen durch diese Fehler? Mangelnder Schlaf. Wir wissen, was wir darüber denken. Wir sagen, nächtlicher Fluglärm muss reduziert werden. Hinzu kommt, nächtlicher Fluglärm wird falsch gemessen. Auch das ist ein Problem, was bei Ihnen ankommt. Es wird falsch gemessen und es wird falsch bewertet. Dadurch wird der Lärm und die Auswirkungen verharmlost. Das hat die Fluglobby durchgesetzt. Ein Beispiel, Herr Garvens, weil Sie es sonst wahrscheinlich nicht verstehen. Stellen Sie sich vor, nachts arbeitet jemand mit dem Presslufthammer vor Ihrer Türe. Als Sie sich beschweren, sagt der Mann, der Presslufthammer ist gar nicht so laut, wie Sie meinen. Denn gleich mache ich eine Pause und das müssen Sie von dem Lärm jetzt abziehen. So werden Dauerschallpegel errechnet, die mit der Wirklichkeit nichts zu tun haben. Und die Grenzwerte für den Dauerschall und für die einzelnen Flüge werden zu hoch angesetzt. Herr Garvens, warum beachten Sie nicht die Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation? Ich sage, der Lärm muss von Experten richtig gemessen und bewertet werden und nicht von Lobbyisten vorgegeben. Nur am Rande bemerkt, ist Deutschland eines der wenigen Länder, in denen übrigens Abgeordnetenbestechung durch Lobbyisten nicht verboten ist. Wie in einer Bananenrepublik. Die angeblich alle pleite machen. Dass ein Nachtflugverbot angeblich die Wirtschaft ruiniert. Nein, die Lobbyisten ruinieren uns. Thank you.
Abschließend, Herr und Frau, Herr Gavins, Frau Kraft, reduzieren Sie den nächtlichen Fluglärm. Vielen Dank. Und damit wir wissen, wie sich mal richtiger Lärm anhört, ihr habt doch alle Pfeifen dabei. Jetzt will ich mal die Pfeifen hören hier. Und, jawohl. Super. Wir sind laut, weil man uns die Ruhe klaut. Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Ruhe klaut. Lebst du in der Einflussscheiße, ist das Leben nur noch Scheiße. Lebst du in der Einflussscheiße, ist das Leben nur noch Scheiße. Komm, wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Ruhe klaut. Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Ruhe klaut.